So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, wahrscheinlich am wärmsten Tag des Jahres. Wir gehen hier leicht ein in der Sonne, aber es gibt ein Update zum Expo und da steigen wir jetzt direkt mal ein. Erstmal vorab, ich habe mir nach 2 Jahren etwas gegönnt und zwar wollte ich immer als Mehrwert für die Videos einen Paradlastenwagen haben, deswegen bin ich nach Bochum zu Sandler gefahren. Eigentlich kennt ja jeder Sandler. Ich war das erste Mal da, war überrascht, wie groß das da ist und habe mir von Long Race diese Radlastenwagen gekauft. Praktischerweise mit Tablet. Das heißt, wir können jetzt, egal welches Auto, und ich sag euch, ich habe in den letzten 48 Stunden wirklich fast alle Autos durchgewogen. Wir können jetzt richtig, richtig cool alle Autos wiegen und euch das Gewicht immer mitteilen. Weil ich finde, früher hat man sich über das Gewicht gar nicht so Gedanken gemacht, als die Autos noch so leicht waren. Heute gibt es wirklich krasse Unterschiede im Gewicht und das wird immer, immer wichtiger und deswegen mussten wir sowas einfach haben, weil dieses Schätzen ist halt immer doof. So, genau da steigen wir jetzt ein. Wir haben den Expo gewogen. Wir gehen mal einen Meter nach hinten in den Schatten. So, das Coole ist, wir sehen auf dem Tablet alles. Das heißt einmal wireless, Wagen anmachen, Batterien drin, drauffahren, glücklich sein. So, und jetzt kommt's. Expo, vollgetankt. 804 Kilo. Vorne, hinten, ist jetzt natürlich nicht perfekt eben hier, aber selbst dafür steht das Auto schon extrem gut. Ihr erinnert euch ja, H&R hat das Ganze eingestellt auf Radlastenwaage bei sich mit dem neuen Fahrwerk. Und man sieht, vorne links ist er jetzt gerade leichter. Das liegt garantiert daran, wenn ich mich jetzt reinsetze, wird das Ganze ungefähr ausgeglichen sein. Würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne machen, aber bei der Sonne halten wir uns das Thema lieber für später auf. Wird ja nicht das letzte Mal sein. Aber ich muss wirklich sagen, 804 Kilo vollgetankt, das Auto. Klar sind jetzt mittlerweile einige Sachen leichter dran. Ist schon eigentlich ein Brett, ne? Was gibt es heutzutage für Autos, die 800 Kilo wiegen? Ach, gar nichts. So, dafür, dass es ja schon noch, kann jetzt lachen, ein Auto ist. So, aber ja, das ist wirklich, also da bin ich wirklich zufrieden mit. Ich hätte jetzt auch mehr getippt. Weil wir haben noch nie gewogen, also zumindest nicht in letzter Zeit und das ist schon krass. Ja, so viel erstmal zum Thema Wiegen. Jetzt ging es weiter. Wir waren mit dem Auto auf dem Bilster Berg. Musste ja so kommen. Wir fahren ja regelmäßig mit dem Abarth hin. Das heißt, wir haben natürlich den Expo mal mitgenommen. Und ich sag euch, ist krass. Wirklich krass. Welten zum Abarth. Extrem schnell. Aber erstmal zeigen wir euch jetzt ein bisschen, was wir geändert haben. Ein guter Freund von mir und auch Kunde, der Klaus-Peter Krennmeier, Firma Turbolite aus Österreich, die haben nebenan das Motorsportzentrum Ried und die sind bekannt dafür, dass die mit Expos eine Tourenmeisterschaft mitfahren, Touren Cup Masters oder so. Auf jeden Fall haben die 3, 4, 5 Expos im Bestand, die pflegen, vorbereiten, upgraden, selber fahren und so weiter. Und da konnte ich mir zum Glück ein paar Tipps holen, wie ich dieses Auto auf der Strecke mit wenig Aufwand sofort schneller bekomme. So, ihr erinnert euch, beim letzten Mal waren wir auf dem Lausitzring. Da gab es ja A, das Problem mit der Wasserkühlung. Wir sind ein paar Runden gefahren, hatten sofort 105, 107 Grad Wassertemperatur. Jetzt ist der Bilster Berg natürlich eine Strecke, die ein bisschen langsamer ist. Aber trotzdem haben wir mit wenigen Mitteln, das heißt, Motorsportzentrum Ried hat diese zusätzlichen Luftleitbleche entwickelt, die dafür sorgen, dass jegliche Luft, die von vorne durch die Stoßstange, Maxi, du musst da mal einmal reinfilmen, weil das ist ganz schön offen, wenn man da jetzt so durchgucken kann, nach hier hin. Jegliche Luft, die hier durchgeht, auch wirklich in den Kühler reinströmt. So, man kann sich das vorstellen, dass sonst ein Teil dran vorbeiströmt. In dem Fall ist jetzt dieses schwarze Teil, das wird einfach nur hier vorgeschraubt und zwingt die Luft wirklich links, rechts durch die Wasserkühler. Jetzt hole ich mal ein weiteres Teil kurz. Zusätzlich habe ich mitgeliefert bekommen, original KTM, diesen Seitenaufprallschutz. Der kommt hier eigentlich so zwischen. Ist dafür gedacht, falls auf der Rennstrecke doch mal seitlich was passiert, dass nicht sofort das Monocoque eingedrückt wird über die Strebe, sondern halt die ganze Kraft eher in diesem Teil landet. So, das hätte ich liebend gerne auch noch vorher montiert, war zeitlich nicht mehr drin, weil man muss ins Carbon-Monocoque bohren und eine Einziehmutter reinziehen. Eigentlich keine große Sache, aber ich hatte ehrlich gesagt in dem Moment am Abend vorher nicht mehr die Eier dazu. Deswegen habe ich erstmal nur diese Teile verbaut. Eigentlich ist es aber so gedacht, dass dieses Teil zusätzlich noch rankommt. Und wenn ihr jetzt nochmal von vorne guckst, hier von oben drauf, geht auch, dann sieht man halt, dass die Luft hinterm Rad auch noch aufgefangen wird und hier reingeleitet wird. So, das war das Thema mit der Wasserkühlung. Jetzt ist es nicht nur die Wasserkühlung.
sondern beim X-Pro ist es ja so, der erste Kühler ist der Kühler für den Ladeluftkreislauf. Das Auto hat einen Wasserkühler, also einen Wasser-Ladeluftkühler. Das heißt, der erste Kühler, der als erstes angeströmt wird, ist das Wasser für den Ladeluftkreislauf. Das zweite ist das Wasser für die Motorkühlung. Das heißt, wir werden nicht nur die Wassertemperatur gesenkt haben, sondern zusätzlich auch noch die Temperatur vom, die Ansauglufttemperatur, weil das Wasser auch kälter wird. Das konnte ich natürlich nicht testen. So, wir werden natürlich den Seitenaufprallschutz jetzt auch noch verbauen, weil ich ihn optisch cool finde. Aber es war halt in Kürze der Zeit nicht mehr drin, aber jetzt haben wir wieder ein Upgrade fürs nächste Mal. So, dann gab es den Tipp, weil meine Bremse ja vorne komplett runter war. Es gibt ein paar Tarox-Scheiben, die sind zweiteilig, das heißt mit Alutopf plus Reibring. Passt 1:1 Plug and Play mit ein paar fieseren Rennbelägen. 1 Kilo leichter pro Scheibe durch den Alutopf. Klingt jetzt nach gar nichts, aber bei so einem Auto sind halt 1 Kilo pro Bremsscheibe schon viel. Das heißt, jetzt neue Bremse drauf gemacht, beim Einfahren der Bremse schon gedacht, Alter, das Auto bremst ja sogar mal richtig. Das heißt, selbst kalt, man tippt die Bremse nur an und sofort blockieren die Räder. Das heißt, jetzt habe ich endlich mal sogar gemerkt, dass man auch die Vorderreifen richtig, richtig heiß fahren muss, die Semis. Weil auf der Bremse merkt man das natürlich sofort. Man fährt auf die Kurve zu, Auto blockiert und es geht erstmal geradeaus und man muss erstmal ein paar Runden die Reifen vorne warm fahren. So, ein weiterer Punkt war ja auf dem Lausitzring, dass man wirklich vorsichtig auf der Bremse sein musste. Das heißt, wenn man nur einen Tucken zu früh eingelenkt hat, während man noch auf der Bremse war, war das Heck sowohl sofort extrem nervös. Und man musste wirklich bremsen, von der Bremse runter aufs Gas und dann erst einlenken. Da haben die Kollegen aus Österreich gesagt, sie haben einen Spoiler für mich, wie man sehen kann. Dieser Spoiler ist aktuell auf der schrägsten Stellung, weil der Bilsterberg eine ziemlich langsame, kurvenreiche Strecke ist. Das heißt, man kann den hier über die verschiedenen Verschraubungspunkte einstellen. Und wir haben ihn auf den Punkt gestellt, wie er am meisten Abtrieb erzeugt. Und schon fährt das Ding tatsächlich richtig stabil auf der Hinterachse. Also war wirklich krasser Unterschied. So, das waren erstmal die Punkte, die wir an dem Auto verändert haben. Jetzt geht's weiter. Wir sind auf die Rennstrecke. Das heißt, der große Tag ist gekommen. Wir sind zum Bilsterberg und wollten mal gucken, wie das Auto fährt. Wir haben uns ein bisschen mit Thematik Luftdruck auseinandergesetzt, haben an den Luftdruck ein bisschen rumgespielt. Dann witzigerweise war der Selim vor Ort. Selim war ja mit bei der Entwicklung von dem Fahrwerk dabei. Und wir haben ein paar Runden dazu gemacht. Und was soll ich sagen? Wir sind in kürzester Zeit zu zweit in dem Auto 1 Minute 55 gefahren, was schon wirklich für einen Cup-Reifen schnell ist. Und ihr werdet gleich im Video sehen, Selim, extrem guter Beifahrer, richtig cool. Hat richtig mitgemacht, hat richtig mitgefiebert, hat Zeichen gegeben und so weiter. Wir hatten mega Spaß. Ja, und sind tatsächlich mit diesem Auto 1 Minute 55 gefahren. Ich kann euch sagen, das Auto ist gegenüber dem Abarth. Es ist einfach beängstigend, wie gut dieses Auto fährt, wenn alles passt. Also bei dem Auto jetzt mit dem Fahrwerk passt wirklich mit den Tipps aus Österreich einfach alles. Das Auto lenkt geil ein, es fährt 100% ausgeglichen, es ist auf der Bremse krass stark. Leistung, muss ich ehrlich sagen, 200 PPS, wie das Ding hat, reichen eigentlich vollkommen aus. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mehr Leistung brauche, was ein seltener Fall ist, weil das Auto in den Kurven einfach so schnell war. Und man konnte mit dem Auto wirklich Runde für Runde immer, immer sauberer, immer schöner eine Linie fahren, bis wir dann wirklich so eine Zeit rausgehauen haben. Das war noch lange nicht alles. Wir sind es erstmal langsam angegangen, weil wir ja vom Lausitzring aus noch ein bisschen vorgeprägt waren. Und ja, also ich kann mittlerweile verstehen, warum so viele einen X-Pro für die Rennstrecke haben wollen. Weil, ja, man kann es einfach nicht beschreiben. Es ist wirklich vom Feeling her, wenn du in diesem Auto drin sitzt, man sitzt halt zu zweit dann relativ eng in diesem Monocoque. Das heißt, man spürt wirklich alles. Man hat ja keine Servolenkung, man hat gar nichts. Man sieht vorne die Stoßdämpfer arbeiten. Das heißt, man merkt so richtig beim Einlenken, beim über den Körb fahren, wie halt wirklich das Auto Feedback gibt und einfach da ist. Man merkt auch bei dem Auto viel krasser als bei dem Abarth zum Beispiel, wie beim um die Kurve fahren die Vorderachse richtig anfängt, Druck aufzubauen. Also man merkt so richtig mit dem Sturz vorne, das sind ja auch knapp 3 Grad, dass das Auto so richtig mit dem äußeren Rad in den Boden beißt und man richtig so wie so gegen die Fliehkraft arbeitet, wie das Auto um die Kurve fährt. Also ich kann wirklich sagen, die Runden, die wir gefahren sind, war wirklich krass. Ich glaube, da ist auch noch Potenzial für ein paar Sekunden drin.
ich weiß gar nicht, ich glaube, die schnellsten X-Bows auf dem Bilzerberg fahren definitiv so im 1 Minute 47 in dem Bereich oder so. Also da ist nach unten hin noch was drin. So, bevor wir euch jetzt die Fast Lap zeigen, nochmal kleine Entschuldigung unsererseits. Wir haben es leider wieder mit dem Ton verkackt. Damit X-Bow-Fahrten cool sind, braucht ihr einfach ein externes Mikrofon hinten am Auspuff. Jetzt ist das Problem am Bilsterberg. Wie gesagt, für uns alles Rennstrecken-Jünglinge. Es darf nichts außen an dem Fahrzeug angebracht sein, außer es ist fest verschraubt. Das heißt, beim nächsten Mal, versprechen wir euch, werden wir besser vorbereitet sein. Es wird alles fest verschraubt sein. Dann kriegt ihr auch haufenweise Perspektiven, coolen Sound und so weiter. Aber trotzdem viel Spaß beim Gucken. Ab zum Bilsterberg Fast Lap. So, ganz kleinen Hinweis noch, weil ich einfach so happy bin, wie krass gut sicher dieses Auto fährt. Wenn ihr auch ein X-Bow habt und interessiert an den Teilen seid und auch so etwas erwerben wollt, www.turbolite.com, Klaus-Peter Krennmeier, einfach kontaktieren, macht euch super Preise und macht auch euren X-Bow flott. So, wir sind zurück vom Bilsterberg. Es hat ultra Fun gemacht und genau deswegen müssen wir jetzt auch leider mit dem Motor weitermachen. Noch ist da ja ein kompletter Originalmotor drin und ihr erinnert euch, wir haben vor einem guten Jahr mittlerweile, vielleicht waren es auch schon 2 Jahre, mit einem neuen Motor angefangen bei Björn. Wir wollten erstmal so eine kleine Stage mit um die 400 PS machen. Leider fehlt uns so ein bisschen die Zeit, dieses Projekt jetzt auf eigene Faust zu Ende zu bringen. Und genau deswegen sind wir mal wieder in Paderborn gelandet, bei der Firma SAR Turbotechnik. Hi, grüß dich. Das Ganze hat nämlich bei René am Auto so gut geklappt, dass für mich eigentlich nur in Frage kam, dass ihr das Ganze übernehmt. Weil TFSI habt ihr ja schon ein paar gemacht. Genau. Ich glaube, es gibt doch nicht so viele in Deutschland, die noch mehr TFSI gemacht haben, oder? Ja, das ist immer schwer zu sagen. Na, ja. Ne? Wir machen sie gerne. Ich wollte gerade sagen, ihr habt auf jeden Fall schon einige gemacht. Ja. So, und genau deswegen sind wir heute hier und machen einfach mal so einen kleinen, ich nenne es jetzt mal Projektzwischenstand. Ich habe einmal alles angeliefert. Eigentlich war das schon teils zusammengebaut, aber wir haben jetzt lieber gesagt, wenn ihr euch dieses Projekt annehmt, machen wir das lieber genau so, wie ihr das wollt, weil ihr werdet da ja in der Vergangenheit auch eure eigenen Erfahrungen gemacht haben. Genau, richtig. Und ja, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns hier das Ganze einfach mal an. Jetzt muss ich noch mal einmal
eingreifen. Und zwar eigentlich hatten wir einen ganz anderen Plan. Fällt mir dabei ein, ich hätte es gerade schon fast vergessen, nach den ersten Metern Rennstrecke. Eigentlich wollte ich das Auto ja gerne auf DSG bauen. Genau, richtig. So, und genau da waren wir eigentlich ins Gespräch gekommen. Und eigentlich solltet ihr mit denen auf DSG bauen. Ja. Wäre technisch gesehen machbar gewesen. Genau, richtig. Wie gesagt, wie du schon sagtest, wir hatten es ja eigentlich geplant. Haben ja dann aber nochmal überlegt, sag ich mal, jetzt für den Sommer oder beziehungsweise jetzt so lange, wo es noch die Möglichkeit gibt, Rennstrecke zu fahren, dass es dann doch ein bisschen zu kompliziert ist. Momentan auch kein Getriebe gefunden, wirklich. Ne? Wir müssen ja gucken, entweder ein Getriebe, ein Fronthebler-Getriebe nehmen, DSG, ein DQ250 oder halt ein Allrad, aber das dann wiederum umbauen. Wollt's ja auch gerne eine Sperre fahren, das wäre dann auch das nächste Thema. Halt mit Sperre einbauen, das wäre dann halt ein bisschen alles zu viel geworden. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt mit dir besprochen, dass wir das erstmal so lassen, damit du jetzt noch mal ein bisschen fahren kannst. Jetzt muss ich auch dazu sagen, wenn du auf der Straße das Auto fährst, hast du das Gefühl, dass du nur am Schalten bist. So, deswegen dachte ich immer, Rennstrecke, du konzentrierst dich nur darauf zu schalten. Aber auf der Rennstrecke schaltest du ehrlich gesagt so wenig mit so einem Auto. So, das wird natürlich mit mehr Leistung wieder ein bisschen anders werden. Aber Bilsterberg, würde ich sagen, schaltest du dreimal runter und fünfmal hoch, so ungefähr. Ja, und das war es dann auch schon. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass du da nonstop am Schalten bist. Ne? So, deswegen habe ich dann auch gesagt, dass es dann vielleicht doch sogar cooler ist, dass man sich darauf verlassen kann. Du hast einen Gang drin, der ist dann auch immer drin und bleibt auch so lange drin, bis du halt schaltest. Und so waren wir halt dann doch auf den Step geblieben, erstmal nur den Motor zu machen. Aber vielleicht hast du auch so die Möglichkeit, nochmal Schalter gegen DSG zu testen, auf dem Wilsterberg. Definitiv. Das wäre natürlich was verbessert, ja. Erstmal mit Schalter fahren. Gucken, was da passiert und dann später mal mit DSG testen. Für den Fall der Fälle, weil es gibt bestimmt ein paar X-Bow-Fahrer, die hier zugucken, würde das DSG dann funktionieren wie bei einem Serienauto? Das heißt, ich kann sowohl Automatik fahren, als auch Sportmodus, als auch selber hoch- und runterschalten? Genau, richtig. Das würde dann so, man müsste jetzt natürlich gucken, sage ich mal, mit dem Lenkrad und sowas, wie die beim X-Bow das aufgebaut ist oder so. Gibt da natürlich Lenkräder mit Wippen dran. Ich denke mal, in erster Linie wirst du dann wahrscheinlich erstmal nur über den Schalter selber schalten können, nicht über Taster. Ja, da muss man sich aus dem Zugehör so Wippen hintermachen. Genau, die dann auch feststehen, die nicht mitdrehen, sondern die stehen dann fest. Ja. Fest am Auto. Ja, gibt es zwei Varianten. Also ich wir hatten schon mal ein Auto mit Wippen gehabt, wo die mitlenken, halt mit dem Lenkrad auch. Ne? Da gibt es dann nochmal etwas feinere vom Tastgefühl her, ne? Gerade für die Rennstrecke. Ja, so, das ist auf jeden Fall der nächste Step. Erstmal machen wir nur den Motor, weil ich glaube, bei dem Motor ist das mittlerweile, also noch läuft das Ding wirklich perfekt, hat jetzt aber 40.000 runter und es war jetzt schon öfter mal so, dass ein bisschen Öl gefehlt hat. Also er schnüffelt dann doch ganz gut was durch auf der Rennstrecke da. Das und deswegen Streckenbetrieb ist immer ein bisschen höher. Deswegen gerade mit dem Original Kurbelgehäuse und Lüftungssystem. Ne? Also ich möchte eigentlich gar nicht exorbitant mehr Leistung haben. So, also ich muss wirklich sagen, das Ding hat ja jetzt aktuell keine Ahnung 280 PS oder so. Auch ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber es ist wirklich für einen Bilsterberg. Lausitzring war schon wieder was anderes. Eigentlich fast genug Leistung. Also natürlich gibt es ein paar Autos, die dich auf der Geraden holen. Aber es reicht eigentlich schon. Also es reicht schon an Leistung aus, damit du Angst bekommst in dem Auto. Weil das ist vollkommen in Ordnung. So, das heißt, wir brauchen jetzt hier nicht irgendwie so einen 600 PS Motor, wie die Leute jetzt wahrscheinlich erwarten, sondern irgendwie so einen 2.0 TFSI Step, den ihr mit einem guten Gewissen verkaufen könnt und sagen könnt, das funktioniert, das ist vollgasfest, genau so müssen wir das machen. Da habe ich mir auch schon was überlegt. Sehr gut. So, und da steigen wir jetzt nämlich ein. Ja. Gut. So, wir hatten ja eigentlich vor... Wo fangen wir mal an? Also wir haben ja alles schon mal so ein bisschen erklärt. Kurbelwelle bleibt logischerweise alt. Genau. Nehme ich jetzt mal an. Wenn die Maßen, die Zapfen alle noch passen, bleibt das so, wie es ist. Oder wir gucken, wie wir mit den Lagern hinkommen, wie wir die in eine Übergröße bekommen, falls wir sie irgendwo nachpolieren müssen. Aber ansonsten bleibt sie ja. Okay. Dann wahrscheinlich die Hauptsache, die wir ändern, Kolbenpleu. Kolbenpleuel, genau. So. Eigentlich waren wir davon ausgegangen, Björn hatte hier so einen abgedrehten Kolben fertig gemacht mit Pleuel von uns. Da sagtet ihr jetzt lieber einen anderen Kolben nehmen. Also ich würde, wenn du, da ich ja weiß, was du mit dem Auto machen willst, würde ich gerne einen Kolben von uns vorschlagen. Mhm. Nicht, weil er von uns ist, sondern einfach, weil wir die schon getestet haben. Mhm. Bei den Kolben haben wir halt den Vorteil, dass wir ein etwas höheres Laufspiel haben, alleine schon wegen des Materials. Dass wir einen etwas größeren Ölabstreifer fahren, als die haben. Einen etwas dickeren Crapring. Und Kompressionsring mit einem Gaspod, um wenig Blow-By zu haben. Ah, okay, das musst du uns noch einmal erklären. Das sind diese kleinen Öffnungen hier? Genau, diese kleinen Öffnungen. Ne, ich weiß nicht, ob man sie ganz gut sieht. Die gehen einmal rundherum
Und die sind dafür da, wenn die Verbrennung kommt oder die oder er anfängt zu komprimieren, dass der obere Kolbenring sich noch etwas mehr in die Zylinder drückt. Mhm, mehr Vorspannung bekommt. Genau, dass der halt nicht dran vorbeidrückt und Blowboy ins Kurbelgehäuse schiebt. Mhm. Okay, Verdichtung mit denen? 9,2. Bis wie viel? Das sieht für mich eher nach einem Kolbenhaus, den er wahrscheinlich sonst auch so mit 800 PS und so weiter verbaut. Ne? Genau, also rein theoretisch könnte der Motor nachher mehr Leistung als das, was wir jetzt für dich machen. Aber wir wollen auf bei dem Motor auf Haltbarkeit gehen. Wie ist das mit Rennstrecke? Machen wir das gleiche Laufspiel oder würdest du da eher sagen, größer, kleiner, weil mehr Volllast, ganz bei egal? Bei dem hier, das ist ja ein seriennaher Kolben. Mhm. Die würden nur ungefähr 400stel plus minus 0,005 fahren. Mhm. Wenn wir den jetzt nochmal nachholen würden, würde das mit diesem Kolben leider schon nicht mehr passen. Mhm. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, diese Kolben haben ein Problem mit Ringstegen. Mhm. Es kann möglich sein, dass er bricht. Mhm. So, dann haben wir alles nochmal von neu. Da der jetzt verdichtungsreduziert ist, ist er zwar stabiler in der Verbrennung, aber ich weiß noch nicht, wie es sich auswirkt auf die Ringstege. Mhm. Bei diesen Kolben hier, da das ein anderes Material ist, geschmiedet, unter anderem sind wir hier bei 8 bis 900stel Laufspiel. Ah, okay. So bohren wir sie. Sie sind nachher im Endeffekt auf 9,5 bis 10 Hundertstel, wenn die einlaufen. Mhm. Oh, krass, so groß. Beschichtung weg ist. Das heißt, kann es da schon vorkommen, dass sie so ein bisschen klappern kann? Wenn die kalt sind, gehe ich davon aus, dass er ein wenig klappern wird. Generell haben wir es. Generell haben wir es. Vielleicht wirklich gehabt. Also ein oder zwei Motoren von 20. Es kommt immer darauf an, natürlich, was für ein Öl du fährst. Ne? Weil das ist auch ein bisschen davon abhängig. Ne? Wenn du ein sehr, sehr dünnes Öl hast, was natürlich ein Kaltstartverhalten hat, ein bisschen Temperatur braucht, um seine Viskosität zu bekommen, dann könnte es sein. Aber, Nee, aber Kolben gefällt mir auf jeden Fall. Sieht gut aus. Verdichtung ist auch kein Problem. Das geht, dass sie noch so hoch ist, weil Direkteinspritzer kommt damit klar. Ja, der ist ja Serie bei, müsste ich lügen, 9,6 oder 9,8 in die Serie. Mhm. Wir gehen jetzt bei dem Motor nur wesentlich von der Verdichtung runter, dass du halt nachher thermisch nicht überlastest, wenn du in der Rennstrecke lange bist. Ne? Ich glaube auch vom Gefühl her ist das sogar, glaube ich, auch der richtige Weg, weil so diese Spontanität von dem Motor immer noch bleibt. Ne? Ja, darum sind wir nicht so weit runtergegangen. Ja. Es gibt ja auch viele, die den Motor dann bei 8,6, 8,7, 8,8 bauen. Mit denen wären wir auch weniger gewesen, ja. Genau. Untenrum kriegst du halt weniger Drehmoment rein. Mhm. Ne? Und die Agilität des Motors sinkt natürlich. Mhm. Hält dafür mehr Kraft. Aber mit diesem hier sind wir in einem guten Mittelbereich. Kolbenbolzen sieht auch dicker aus. Genau, ist 22 mm. Mhm. Die haben wir bewusst so gewählt, nicht nur, dass wir Schutz vor Brechen haben. Wir haben die ja nicht nur in der, im Durchmesser größer, sondern wir haben die auch in der Länge größer. Mhm. Wenn man jetzt sagen wir mal ein Bläuel hat mit einem 20er Auge, sind wir nochmal 4 mm länger, weil wir einfach eine höhere Fläche bieten wollen, weil wir keinen zusätzlichen Ölkanal hier haben. Ne? Dass wir nachher eine größere Fläche haben, wo der Kolben nachher auffliegen kann auf den Bolzen, aber nicht zu einer Mischreibung entsteht. Mhm. Wir haben es mal gehabt, dass wir das, wo wir die Kolben angefangen haben, so ein bisschen zu testen, haben wir den Kolbenbolzen, der hatte jetzt 58 mm. Da hatten wir 50 und 21er Kolbenbolzen und dann hatten wir schon später gemerkt, dass er hier drinne Spiel bekommt, weil die Auflagefläche einfach sehr schmal ist. Dazu noch ein 21er Kolbenbolzen. Hast du natürlich jetzt beim 22er einen anderen Grundkreis, viel mehr Auflagefläche und vor allem die Stärke hier von sag ich mal 50 auf 58 mm, das sind dann 8 mm größer, auf jeder Seite 4 mm. Hat uns einfach gezeigt, dass es wirklich da besser funktioniert, das Ganze. Und das ist ja auch eine Sache, hier zählt ja wirklich Langlebigkeit, sage ich jetzt mal, ne? Dass das Ding hält. Okay, das heißt, wir müssen ihn aber definitiv holen, einmal? Nee, der muss sogar gebohrt werden. Der ist jetzt bei 82,53 und der Kolben war bei, ich habe es aufgeschrieben, 82,475. Mhm. Da wären wir noch gerade so in der Zone gewesen, wo es passt, aber da so oder so hätte gehohnt werden müssen, wenn wir nicht mehr bei dem Maß. Und das war auch nochmal ein verstärkter Grund, warum wir gesagt haben, wir nehmen dann. Okay. Genau. So, Thema Turbolader und so, das machen wir alles später beim Zusammenbau, damit das jetzt erstmal nicht zu viel wird. Wie ist das so mit Thematik Wuchten und so weiter? Notwendig oder egal? Mit den Meistergewichten Wuchten ist schön und gut.
wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt Schalter fährst, du buchtest ja jetzt dein Schwungrad mit und deine Riemenscheibe. Mhm. Wenn du jetzt nachher auf dem Bilzerberg merkst, du brauchst vielleicht noch eine andere Riemenscheibe, weil du die Lichtmaschine oder sonstige Aggregate etwas untersetzen musst, mhm, dann passt das schon nicht mehr. Mhm. Und dafür den ganzen Motor auseinanderbauen ist nicht. Wenn du dann nachher auf DSG auch noch umbaust und dann deinen zwei Massenschwungrad drauf hast mit dem Deco 250, dann bist du auch schon wieder ganz woanders. Wir liegen ungefähr, ich habe es noch nicht genau nachgemessen, aber mit deinen Bläulen und den Kolben, die da sind, mit unseren Kolben und den anderen Bläulen, die du halt bringst, weil das ja 21 oder 20 ist, liegen wir ungefähr bei demselben Gewicht. Und diese Kurbelwelle wurde auch schon mal gewuchtet für... Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das damals mal einmal von Björn gewuchtet wurde. Also okay, man sieht es, weil Serie ist hier nicht gewuchtet. Ja. Ja, ein letzter Punkt. Als wir das erste Mal dazu gesprochen haben, war direkt Thematik Ölpumpe. Habt ihr euch auch schon öfter mal gemacht. Richtig. Ja. Original 2.0 TFSI hat so ein Ölpumpen-Modul. Modul? Kannst du mal einfach hier genau, ich leg's einmal hier auf den Tisch. So, hier haben wir das Ausgleichswellen-Ölpumpen-Modul. Mhm. Es soll dem Motor prinzipiell mehr Laufruhe geben. Ne? Mhm. Ist eine tolle Sache, funktioniert auch gut. Aber wenn man sich lange und viel im Drehzahlwechsel bewegt, werden die in Mitleidenschaft gezogen und neigen dazu, kaputt zu gehen. Zum einen das und zum anderen hier noch ein Ölpumprad, das ist jetzt nicht montiert, da reißt diese Schraube ganz gerne ab und der Anschlag hier verdreht sich dann. Mhm. Ne? Sieht doch alles ziemlich filigran aus. So. Ja, man hat hier ungefähr so einen Grundkreis, ich zeig's jetzt einfach mit der Hand, von dem Ölpumpe und die ist so breit. Und jetzt natürlich auch gerade Rennstrecke hat man ja auch viel Drehzahlveränderung. Genau. Und du musst natürlich jedes Mal dieses schwere Ausgleichselement auch auf die Drehzahl bringen. Genau. Ne? Und das über eine kleine Kette. Das ist halt immer das Problem. Das ist auch der Grund, warum die dann gerne reißen. Ne? Okay, also das fliegt komplett raus, so wie genau, es ist. Genau, das fliegt komplett raus. Wir werden eine 1-8-T-Pumpe nehmen. Das ist jetzt nur Veranschaulichungsmaterial. Kommt eine neue. wir haben hier einmal einen wesentlich größeren Grundkreis im Pumpengehäuse. Wenn man es hier hinten reinguckt, sieht man es auch. Mhm. Zum einen, drehzahltechnisch ist sie so übersetzt, dass sie gar nicht mal so schnell dreht, aber sie macht dennoch mehr Volumen, als diese Pumpe macht. Mhm. Jetzt kann man nicht einfach diese Ölpumpe benutzen, sondern man muss dann ein spezielles Ölfiltergehäuse mitnehmen, weil da oben die ganzen Regelventile drin sind. Das einzige Ventil, was hier unten in der Pumpe ist, ist nur, wenn das Öl zu kalt ist und den Überdruck über 8 bar machen würde, würde das hier vorbeigehen. Bei diesem hier gibt es das auch, aber es hat noch andere Regelventile drin, die den Öldruck an sich in dem ganzen Kurbelgehäuse steuern. Ja, also ich merke 2.0 TFSI nicht ganz so einfach wie gedacht. Gibt schon so ein paar Sachen, die man beachten muss. Ja. Ich fühle mich aber pudelwohl hier. Ich würde sagen, nächster Step, ihr bereitet einmal den Block vor. Mhm. Und dann melden wir uns zurück, wenn das Ganze zusammengebaut wird. Genau. Genau. Und vielleicht bringe ich dann auch schon das Auto mit, weil dann können wir es nämlich auch gleich vielleicht ausbauen, einbauen. Mal gucken. So. Ich würde sagen, für heute reicht das erstmal. Ihr seht, es tut sich auf jeden Fall was, dass wir demnächst in einer anderen Leistungsklasse unterwegs sind. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.